So, Herr Riediger, Sie wissen Bescheid. Jo. Sie machen eine kleine Botenfahrt 500 Meter weiter. Sie nehmen am besten mein Fahrrad und passen gut drauf auf. Mach ich. Absperren. Jo, okay, gell? Die Nummer 0815. Wieso haben Sie nicht aufgepasst? Da ist doch ein Schild frisch betoniert. Sie, hallo, hallo, nicht in den frischen Beton stellen. Ich hab's eingestellt. Ich hab's nicht eingestellt. Da ist ja ein Schnellbinder drin. Das war vorhin so wie hier, als ich's reingestellt hab. Ja, sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig? Ich hab's nicht reingestellt. Ernstlich nicht. Wir haben vielleicht eine Idee, wie wir das jetzt lösen können? Nee. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Gute Frage. Nächste Frage. Neues Opfer, neues Glück. Diese Frau kriegt unsere härteste Fahrradnuss zu knacken. Während sie ihren Botengang erledigt, fahren wir mit schwerem Gerät vor. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Nee, ich muss ihn mal sehen. Ich krieg mein Fahrrad nicht wieder weg. Ihr Fahrrad? Naja, ich habe das ausgeliehen gekriegt vom Chef von der Firma Wagner sowieso. Jetzt habe ich es angesperrt. Das Fahrrad hier? Ja, das stand aber hier davor und jetzt ist es dazwischen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt dazwischen geraten ist. Was haben Sie denn da gemacht? Ja, wie ist das dazwischen geraten? Ich habe das nicht dazwischen gemacht. Haben Sie das Fahrrad da angelehnt? Ich habe es angelehnt und festgesperrt. Und jetzt ist das dazwischen und ich kann das nicht erklären. Das wäre aber schön, wenn Sie mir das erklären könnten, weil das bringen wir so jetzt nicht mehr weg. Ich weiß jetzt nicht, wie es total rangekommen ist. Ich habe es nicht so dran gemacht. Ja gut, die Sonne ist heute schon heiß. Glaubst du, das ist vielleicht... Ah, es ist schon heiß. Fühlen Sie mal. Aber das ist... Wie kann das denn dazwischen rutschen? Ja, hier sind so Punkte. Nicht, dass es irgendwie durchgeschmolzen ist. Aber das muss er. Wie haben Sie denn das gemacht? Angelehnt und zugeschlossen. Vielleicht haben Sie es zu fest angelehnt. Haben Sie es einfach hingeschmissen? Hier angestellt. Ich fahre nicht das erste Mal Vorrat. Aber es ist durchgeschmolzen. Da sieht man nur die Brandblasen. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier jetzt machen soll. Da ist es da dran, aber ich weiß es nicht, wie es dran gekommen ist.
Ich habe die Lösung. Ich gebe Ihnen einmal eine Visitenkarte von mir. Weil ich kann das natürlich bezeugen, was Ihnen passiert ist. Das glaubt Ihnen ja sonst keiner. Ich kenne einen, der kann das wegmachen. Ich gebe Ihnen einmal diese Visitenkarte. Wissen Sie mal. Der ist zuständig. Was soll ich jetzt machen? Können Sie es lesen? Ja, ich kann das lesen. Was steht da drauf? Na ja, wo steht sie? Da können Sie gar nichts dafür. Das haben wir natürlich gemacht. Ich kann nicht. Lassen Sie doch mal in der Fernsehsendung, verstehen Sie Spaß.